Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nun sind wir am Marktplatz angekommen. Mal schauen, weshalb diese Leute hier Schlange anstellen. Hey, hast du schon gehört, dass Prinzessin Zelda in ihren Träumen die Zukunft voraussieht? Nö, das wusste ich ja gar nicht. Oh, das Pärchen. Hey, du siehst gut aus. Fast wie der König von Hyrule. Hihihi. Oh, so zufrieden wie die sind. Oh, wer ist das kleine Mädchen? Die sieht aber hübsch aus. Wow, deine Kleidung. Wow. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh. Du bist ein Feenjunge aus dem Wald? Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die Lohnenfarm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kann er nicht zurück. Hm. Wer bist du denn? Ich habe tierisch viel verdient. Vielleicht sollte ich noch mehr Sachen durchsuchen, die ich verkaufen kann. Ich weiß schon, ich sollte zum Hyliasee gehen. Da wird immer eine Menge interessantes Zeug angeschwemmt. Oh. Oh, Navi, geh mir nicht auf die Nerven. Was willst du mir sagen? Der Dekobaums wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss von Heil besuchen. Sollten wir uns nicht etwas beeilen? Stimmt, da hat die Navi recht. Also gehen wir mal dorthin. Schloss Hyrule. Link, hier entlang. Gugur, die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor dem Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Gugur, wisse hier auf diesem Grund, nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Gugur, besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Gurgur, wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Gurgur, geh nun und hüte dich vor den Wachen. Gurgur, muss ich meine Worte wiederholen? Nein, danke. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Haja, was denn sonst? Ich bin klüger, als du denken kannst. Also was der Uhu mir sagen wollte, wenn wir in Stadt oder Ranch sind, dann bleibt die Zeit still. Und wenn wir außerhalb sind, dann ändert sich die Tageszeit. Um an gewisse Tageszeit anzupassen, einfach warten, bis man die gewünschte Tageszeit hat. Und da kann man verschiedenste Ereignisse erleben. So, jetzt sollten wir ja in das Schloss da rein. Aber da stehen viele Wachen. Aber ich schlag mal vor, wir gehen hier runter. Hier raus. Und dann hier. So, da geht's nicht weiter, aber hier hoch. Hey, kleiner Halt! Stehen bleiben im Namen des Königs! Hoppla. Oh, was macht das Mädchen wieder hier, Marlon? Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Willst du meinen Vater für mich suchen? Das wäre aber lieb von dir. Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Ist immer das Gleiche mit ihm. Ich könnte ihn umhauen. Ach, wenn du ihn suchst. Nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Hihihi. Ein seltsames Ei. Es scheint, als würde es sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Im Gegenstandsmenü kannst du es auf C-Stick platzieren. Benutze es mit C. Bin ich etwa ein Huhn oder was? Wie soll ich denn da eine Ei hinlegen und ausbrüten?
Ich bin doch ein Mensch. Naja, beziehungsweise ein Kokiri. Was die Mädels von mir erwarten. So, versuchen wir es nochmal. Also so. So. Und dann. So rum. Da kann man da hinten hochklettern. Oh ja, das ist echt eine Hochsecurity, streng überwacht. Einfach hier springen und ins Wasser rein. So, jetzt holen wir da Rupees. Auch am Wasser versteckt. Jetzt müssen wir aber darauf. Achso, wir müssen das Ei platzieren. Und wie lange braucht es, bis das Ei geschlüpft ist? Oh, das weiß ich jetzt leider nicht. Fragen wir mal ihn. Kommen. Mich frisch abliefern. Muss mich beeilen. Toll, der schläft. Ja, was soll ich jetzt tun? Rumlaufen, bis das Ei schlüpft? Lol. So, dann schlagen wir mal die Zeit tot. Mhm. Laufen, wir laufen, wir laufen. Na, 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 na. Es sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Ja. Toll. Ich kann mich nicht auf das Ei hinsetzen und ausbrüten. Lol, 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 lol. Jetzt laufen wir die ganze Zeit herum. La 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 la. Jetzt machen wir eine Runde Parcours. La 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 la. Oh, die Sonne geht auf. Yay. Komm schon. Ein Ei ausgebrütet, ein Küken ist geschlüpft. Ja, genau, durch Rollen oder wie? So, man muss den Mann anvisieren und das Hütchen herbeirufen. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ja, hallo, wer bist denn du? Also, ich bin Tarn und Besitzer der London Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlo sucht nach mir? Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh weia, das läuft nicht gut. Warte mal, Mann! Ich muss dir was beichten, ich habe gepennt. Ja, toll. Gut, dann kann das Abenteuer weitergehen. So, da eine umweg ist, können wir auch die Kisten jetzt schieben. Da frage ich mal an euch, wer kann das Ei so brüten, wie ich es getan habe, durch Rollen?
Ich glaube niemand. Kein Sau kann das. So, da muss man jetzt zwei dicke Kisten da auf dem Wasser schieben. Nur dort gelangen wir in das Schloss rein. Seht ihr das Loch da vorne? Das sollte Link da durchkriechen. So. Da habt ihr gehört. Ding, 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 ding. Das heißt, dass ihr das richtig gemacht habt. So, im Burghof. Oh. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass der Wächter mich nicht erwischt. Also immer stets gut verstecken. Außerhalb seiner Sichtweite. So. Die zweite Level. Oh, das sind ja die zwei. Abwarten. So, jetzt. So, jetzt die dritte Level. Ja. Ich warte lieber noch mal. Ja, jetzt beweg dich. Ah, ich überspring das lieber. Ah, Vorsicht, ich wäre fast erwischt worden. Aber was stellt diese Skulptur dar? Schwierig. Schwierig. Doch irgendwann lohnt sich das Warten. Dödem, dödem, dödem. Doch jetzt ist der Moment gereift. Jetzt kommt man durch. So, das letzte Level. Hoppla. Hey, der war noch unsichtbar. Ach, shit happens. So, jetzt sind wir durchgekommen. Schönes Lied im Burghof. Und vor mir steht eines hübsches Mädchen. Oh, Nanu, wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Ja, das war ganz easy. Hab sie verarscht. Oh, was ist das? Das ist eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein, den Dekubaum gegeben hat. Nun, hast du ihn dabei? Na sicher. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald. Ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihm begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt.
Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Schön, dich kennenzulernen. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Link. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor, als wären wir schon in einer Beziehung. So sei es, Link. Wir passen zusammen. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Ist das nicht klasse? Du wirst das doch nicht weiterzählen. Doch? Nee, okay. Ich bin doch keine Petze. Dies ist die Legende. Das Triforce vereint die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt und unser Dasein hat ein Ende. Da errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Verstehst du, Link? Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Auf Englisch Ocarina of Time. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Aber sicher doch. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ich hab schon Schiss, aber ich guck's trotzdem rein. Das... Siehst du den Mann dort? Den mit bösem Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Naja, der hat mich so dumm angegrinst. Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Und du hoffentlich auch. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Und das ist nicht gut. Notaschan sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja, gemeinsam sind wir stark. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut.
Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Träufers gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemand soll sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Teufel suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen und dann gemeinsam feste Beziehungen aufbauen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf C-Stick platzieren. Benutze C, um ihn jemandem zu zeigen. Oh, ist das etwa ein Liebesbrief? Oder eine Einladung? Weiß ich nicht. Wollen wir gucken. Es sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Ja, und jetzt? Darf ich gehen? Ja, ich muss dich jetzt leider hier lassen. Och, Menno. Hm, wer bist du denn? Du kommst mir bekannt vor. Ich bin Impa, Überlebende der Chica. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines süßes Mädchen war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Stell dir mal vor, lausche nun der Melodie. Wow, das ist ja echt geiles Instrument. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen, okay? Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten, dies ist der Todesberg, das Reich der Goron. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Ist das nicht cool? Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten, bevor du sturlos Richtung Todesberg gehst. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht, kapiert? Geht klar, Impa. Hä? Wo ist sie jetzt verschwunden? Aber das machen wir im nächsten Part in Hylianische Steppe. Ciao.